mal hier, ich gebe hier in PowerPoint einfach ein, erstelle eine Präsentation über Raspberry Pi, Martin Luther und Schokolade. Ja, und dann erstellt PowerPoint vollautomatisch diese Präsentation. So richtig mit animiertem Intro-Video und so. Und sieht auch erstmal okay aus, ist inhaltlich aber total bescheuert. Das Trio in Aktion. Projektor. Hä? Was hat jetzt ein Projektor mit den drei Sachen zu tun? Und was hat Martin Luther mit den in einen Berg geschnitzten amerikanischen Präsidenten zu tun? Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben jetzt alle Microsoft Office-Programme so eine sogenannte Copilot-KI-Funktion. Wir haben uns die angeguckt und Anwendungsbereiche gesucht, die heute schon sinnvoll sein können. Ob wir die gefunden haben, bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetser, herzlich willkommen hier bei... Ja, KI schön und gut, aber wusstet ihr, dass man sich über VPN nach Albanien tunneln kann und dann auf vielen Websites keine Werbung mehr bekommt? Ja, dieses Video wird gesponsert von NordVPN und mit NordVPN geht das. Man kann sich damit auch in die USA klicken und da dann Sachen bestellen, die es hierzulande nicht gibt. Oder auch andere Filme und Serien zum Beispiel auf Netflix gucken. Man kann aber auch Geld sparen, weil bei sowas wie Flügen, Mietwagen und Hotels sind je nach Land, in dem die Buchung stattfindet, die Preise unterschiedlich. Lohnt sich also, das mal auszuprobieren. Und das könnt ihr bei NordVPN mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Und wenn ihr über den Link nordvpn.com/ct3003 bestellt, bekommt ihr 4 Monate aufs 2-Jahres-Abo obendrauf. Also zusätzlich zu den 4 Monaten gibt es nochmal 3 Monate obendrauf und die könnt ihr dann entweder einem Freund oder einer Freundin schenken oder das auf euer Abo nochmal drauf buchen. Ja, und natürlich alles mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Werbung Ende. Ja, also dass es jetzt KI-Funktionen in Microsoft Office gibt, das finde ich ist eine einigermaßen große Sache, weil die Microsoft Office-Software ja nach wie vor der de facto Standard ist, wenn es um Texte schreiben, Präsentationen erstellen oder Tabellenkalkulationen geht. Allerdings gibt es das Ganze noch nicht automatisch dazu, sondern das kostet 22 Euro extra im Monat, wenn ihr das zu eurem persönlichen Office 365 Abo dazu bucht. Für Business-Accounts kann man das auch dazu buchen, das geht aber offenbar erstmal mit mindestens 300 Lizenzen kauft. Also das ist nur was für größere Unternehmen. Und die Copilot-KI-Funktionen kosten dann auch gleich 30 US-Dollar pro Lizenz. Also mindestens 108.000 Dollar im Jahr. Also dieser Copilot, der muss ja echt richtig viel Produktivität schaffen. Ja, gucken wir uns mal genauer an. Ich habe da ein persönliches Office 365 Family Abo abgeschlossen. Das kostet regulär 99 Euro pro Jahr, kann man aber einen Monat lang kostenlos ausprobieren. Pro Tipp, direkt wieder kündigen, dann vergisst man das Abo nicht und kann es nach der Kündigung trotzdem noch einen Monat lang verwenden. Da obendrauf muss man dann Copilot Pro abonnieren für 22 Euro pro Monat. Erst dann werden diese ganzen KI-Funktionen in den Office-Programmen freigeschaltet. Obendrein bekommt man den Windows Copilot, ja, den gibt es ja auch noch, als Pro-Version. Am einfachsten aufrufen kann man den Windows Copilot im Browser mit copilot.microsoft.com und da seht ihr das mal im Vergleich. Hier links ohne Abo, rechts mit. Ja, ihr seht, da steht Copilot Pro. Und der Unterschied ist ganz klar die Geschwindigkeit. Und zwar bei allen der drei Optionen, kreativ, ausgewogen oder genau. Bei kreativ kann man bei Copilot Pro auch GPT-4 Turbo zuschalten. Das ist dann richtig schnell. Also generell verwendet der Copilot, also auch der Office Copilot, GPT-4 von OpenAI, da steckt Microsoft ja auch finanziell mit drin inzwischen. Ja, aber jetzt zurück von Windows Copilot zu Office Copilot. Und das kriegt ihr, wenn ihr das 22 Euro Copilot Pro Abo abgeschlossen habt, auf jeden Fall safe in den Browser-Varianten der Office-Programme, also unter office.com. Das geht dann auch auf Macs oder Linux-Rechnern. Eigentlich sollen die KI-Funktionen auch mit den Standalone-Software-Varianten unter Windows funktionieren. Also wenn ihr im Windows-Startmenü zum Beispiel ganz normal Word aufruft. Die Standalone-Versionen sind auch übrigens die, hier oben rechts so ein komisches Gewuschel anzeigen. Und ich dachte da immer, da ist irgendwas kaputt gegangen. Aber das soll tatsächlich Dekoration sein, nämlich Wolken. Man kann auch noch andere Dekorationen einstellen. Also 1997 hat angerufen und will seine Fensterdeko zurück. Naja, und während das jetzt halt nur so ein optisches Problem ist mit diesen kruscheligen Wolken, gibt es leider auch handfestere Probleme mit Standalone Office und Copilot. Wir haben nämlich auf mehreren Rechnern fiese Probleme damit gehabt. Es gibt ja zwei unterschiedliche Microsoft-Account-Gattungen.
Einmal persönliche Accounts und einmal Business- und Schul- bzw. Uni-Accounts. Es ist ja auch immer noch so, dass es für diese beiden Account-Gattungen unterschiedliche Teams-Clients gibt, also unangenehm, kompliziert und nervig. Das Ding ist, wenn euer Windows irgendwie mit einem Business- oder Schul-Account in Kontakt gekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Office seine Lizenz daher holen will, also aus dem Business-Account. Das ist aber doof, weil wir ja das Copilot Pro Abo auf unserem persönlichen Account gebucht haben und darüber auch das Office Family Abo läuft. Ja, und zumindest wir haben auf mehreren Testrechnern das Problem gehabt, dass wir das nicht einfach umschalten konnten. Ich musste also Windows 11 komplett neu installieren, damit sich Office die richtige Lizenz zieht, damit Copilot auf den Standalone Office Programm läuft. Also ihr seid gewarnt, wenn ihr das ausprobieren wollt und ihr auf dem System irgendwo ein Business Microsoft Account laufen habt. Naja, also die Cloud-Versionen laufen auch da problemlos mit Copilot, nur eben halt die Standalone-Versionen machen da ziemlich Stress. So, jetzt läuft hier aber alles und wir fangen mal mit Word an. Dass Copilot aktiv ist, seht ihr, wenn unter Start hier rechts so ein blaues Copilot-Icon zu sehen ist. Und zusätzlich, wenn ihr ein neues Dokument in Word anfangt, ist so ein kleineres Copilot-Icon neben dem Cursor. Könnt ihr dann direkt nutzen, um Text zu generieren. Also ich tippe hier mal ein, schreib ein Gedicht. Copilot fängt dann an, direkt in Word irgendwas reinzuschreiben. Sogar mit einer Überschrift, mit größerem Text. Also es gibt auch automatische Formatierung. Nice. Man kann dann in diesem Feld hier auch Änderungswünsche reinschreiben und dann anschließend hiermit zwischen den unterschiedlichen Varianten hin und her schalten. Da hat sich Microsoft ziemlich offensichtlich von Adobe Photoshop inspirieren lassen. Da sieht dieser KI-Balken nämlich fast genauso aus und funktioniert auch so. Naja, leider ist inhaltlich das Ganze oft nicht so, wie man das haben will. Hier habe ich zum Beispiel gesagt, dass ich das Gedicht reimen soll. Und ja, da reimt sich, auch nachdem ich das geklickt habe, gar nichts. Und hier, als ich das dann nochmal probiert habe, gibt es zumindest ein paar Reime. Magen angeschlagen, Kakaobaum Traum, aber Goethe ist das nicht. Sobald man dann beibehalten geklickt hat, sind die einzelnen Textfassungen zum Durchklicken dann auch weg. Wenn man den Block wieder markiert und dann aufs Copilot-Icon geht, gibt es nur die Möglichkeiten umschreiben und als Tabelle visualisieren. Ich kann also nicht mehr wie ganz am Anfang konkrete Wünsche eintippen, sondern einfach nur noch total unkonkret umschreiben lassen. Wenn ich das dann gemacht habe, und das dauert dann ein bisschen, danach kann ich dann nochmal zwischen neutral, professionell, informell, prägnant und fantasievoll wählen. Und das geht dann aber oft nicht, wenn ich da so einen Begriff angeklickt habe. Da kommt dann so eine Fehlermeldung. Probiert man exakt das gleiche nochmal, dann geht es dann manchmal doch, beziehungsweise so halb. Also hier hat er ja erst nach dem halben Text abgebrochen. Aber das hat sich wirklich durch unsere Tests gezogen, dass Word ständig irgendwas nicht machen wollte. Richtig absurd ist dieses als Tabelle visualisieren. Also das mag Fälle geben, in denen das sinnvoll ist, aber oft weigert sich Copilot auch einfach, wenn man das klickt oder es kommt sowas raus. Das ist der Absatz, den ich hier gerade erzählt habe. Feature Copilot, Feature umschreiben, Vorteile, Nachteile. Hä? Also das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, und wenn man nicht mit dem Text so direkt interagieren will, kann man statt dem Icon im Textfeld auch hier oben auf das große Copilot-Icon klicken. Dann klappt sich das hier so rechts auf. Und dann kann man eher so ganzheitlich mit dem Text interagieren. Also hier habe ich zum Beispiel mal dieses Skript zusammenfassen lassen. Ja, und es dauert, wie gesagt, und dann kann man, während Copilot da rechts rumrödelt, links zumindest weiterarbeiten. Aber zuverlässig arbeitet dieser Ausklapp-Copilot auch nicht. Zum Beispiel sagt er hier irgendwas von einer Verlosung. Das steht aber gar nicht im Text. Das war in einer ganz alten Fassung, die ich vor ewiger Zeit gelöscht habe. Der Assistent laggt also. Wirft man mit Copy-Paste irgendwas ins Textfeld und will sofort die Textzusammenfassung haben, geht das oft auch nicht. Man muss dann erst unbestimmte Zeit warten, bis Copilot den Text, ja weiß ich nicht, registriert? Keine Ahnung. Was man mit diesem Ausklapp-Copilot auch machen können soll, Änderungen am Text. Zum Beispiel, wenn ich eingebe, mach mal immer die Zahl 3003 in Fett, dann kommt da nur so ein komischer halbenglischer Mischmasch, wie man Word selbst dazu bringt, das zu tun. Also eher so eine Karl-Klammer-mäßige Hilfefunktion. Dabei will man ja natürlich, dass der Copilot die Sachen selbst umsetzt. Aber das klappt wirklich nur sehr selten. Das Doofe ist auch, dass man halt nicht weiß, kann der das jetzt generell nicht oder prompte ich nur ungenau und muss das anders formulieren.
Was zumindest gut klappt, wenn man sehr schlampig formuliert, also sowas wie, dann ist die Frau da in dieses Geschäft gegangen und hat da rumgeguckt und dann hat sie einen Gürtel gekauft, da hat sie an ihren Bruder erinnert, als sie 3 Jahre alt war und dann war sie ein bisschen traurig und dann hat sie sich einen Kuchen gekauft, weil das hilft manchmal, wenn man traurig ist wegen Zucker und dann ging es schon wieder und dann ist sie mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren mit Fahrstuhl. Also stilistisch würde ich sagen, ist das schlecht. Da habe ich dann einfach in der Seitenleiste gebeten, schreib das so um, dass es sich literarischer liest. Und ja, das funktioniert. Die Frau betrat das Geschäft und ließ ihren Blick schweifen. Also definitiv besser, aber das hätte man auch kostenlos haben können mit ChatGPT oder Bing Chat oder Google Gemini. Also irgendwas umschreiben geht damit Copy-Paste-mäßig sehr problemlos. Was aber wirklich nur mit Copilot geht, automatische Präsentation mit PowerPoint. Ich habe hier im Word Copilot gesagt, kannst du aus dem Text mit der Frau eine Präsentation machen? Und dann gab es so eine Textzusammenfassung, was auf den einzelnen Folien zu sehen sein soll. Leider arbeitet der Copilot aber nicht softwareübergreifend. Das heißt, man muss erst PowerPoint starten und dann im PowerPoint Copilot sagen, erstelle eine Präsentation und dann den von Word Copilot erstellten Text da reinpasten. Und da kommt dann das hier raus. Die Geschichte einer Frau. Gürtelkauf, Kuchengenuss, Fahrradfahrt. Aber das ist ja wirklich einigermaßen beeindruckend, weil das wirklich aussieht wie so eine echte, handgemachte PowerPoint-Präsentation. Die Bilder hat sich der Copilot übrigens aus der PowerPoint-eigenen Stockfotodatenbank geholt. Die sind nicht KI-generiert. Ja, und ich habe dann etliche solcher Präsentationen machen lassen. Zum Beispiel eine mit den seltsamsten und ungewöhnlichsten Attraktionen in Hannover. Am Ende waren das aber leider einfach die Standard-Touristen-Attraktionen. Vor allem haben aber die Bilder mal so gar nicht gepasst. Also das Luftbild auf der Startfolie war okay, das ist wirklich Hannover, aber alle anderen weiß ich auch nicht, was das sein soll. Ich habe das gleiche mal mit New York City versucht, da ist Microsoft ja auch geografisch näher dran und ja, die Attraktionen sind auf jeden Fall ungewöhnlicher, aber A, existieren einige davon nicht oder nicht mehr, zum Beispiel das KGB-Museum und B, sind auch hier die Bilder völlig falsch. Also der Leuchtturm von Jeffreys Hook sieht nicht so aus, sondern so. Ich muss sagen, dass ich diese Funktion eigentlich theoretisch praktisch finde, weil ich manchmal PowerPoint-Präsentationen bauen muss und mir das wenig Spaß macht. Ich denke eher in Text als in Bild und würde das deshalb gut finden, wenn ich das, was ich in der Präsentation sagen will, in Word aufschreibe und der Copilot macht mir da dann eine Präse draus, mit Bildern und allem. Nur leider war das bei unseren Tests oft so unzuverlässig, dass es zumindest für mich noch keinen Sinn ergibt. Ich habe zum Beispiel das Skript von diesem Video hier mal als Präsentation zusammenfassen lassen und das sieht dann so aus. Also erstmal ist da jegliche Kritik nicht mehr da, die ja zweifellos in diesem Skript drinsteckt und da stehen auch Sachen drin, die ich definitiv da nicht reingeschrieben habe. Also die KI kann dabei helfen, barrierefreie Dokumente zu erstellen, habe ich nicht geschrieben. Oder auch Copilot ist auf monatlicher und jährlicher Basis verfügbar. Das mag stimmen, aber das steht nicht im Skript. Und generell ist diese Präsentation so oberflächlich, die hat null mit meinem Text zu tun. Aber vielleicht rechtfertigt ja Excel die 22 Euro im Monat. Spoiler, nein. Das Ding ist erstmal komplett Englisch, man kann also nicht in Deutsch prompten und es spuckte bei mir einfach immer nur Fehlermeldungen aus. Das Einzige, was ich hinbekommen habe, diese Tabelle hier grafisch umzugestalten, aber sonst leider gar nichts. Und Excel wäre jetzt das, wo ich mir eine KI wünschen würde, weil ich bin kein Excel-Profi und da sehr oft an meine Grenzen stoße. Ich würde da gerne einfach sagen, addiere mal bitte alle Zahlen hier, rechne das dann von Dollar in Euro um und schreib mir da das Ergebnis hin. Aber leider klappt das eben. Ja, apropos klappte nicht, auch in Outlook soll der Copilot Pro helfen, nämlich Mails zusammenfassen, aber bei mir fehlte da einfach immer der Copilot-Button, das konnte ich also auch nicht testen. Mein Fazit. Ganz ehrlich, Copilot Pro für Office ist in der aktuellen Fassung eine Frechheit. Wir sprechen ja nicht von einem kleinen Startup, was ein bisschen mit KI frickelt, sondern wir sprechen hier von einem der größten Unternehmen der Welt, das ein Produkt für 22 Euro im Monat verkauft, das bestenfalls eine frühe Beta ist. Angefangen bei den Problemen, die auftreten, wenn man ein berufliches Microsoft-Konto nutzt, bis hin zu dem komischen Deutsch-Englisch-Sprachmischmasch und natürlich den vielen inhaltlichen Fehlern, die der Copilot macht. Und natürlich, klar, aktuelle KI-Technik mit großen Sprachmodellen neigt grundsätzlich zu Hallo
Halluzination. Aber es ist technisch auf jeden Fall auch heute schon möglich, einen Text zusammenzufassen, ohne da irgendwelche Inhalte rein zu halluzinieren, die da nicht drinstehen. Das geht. Also das Produkt, was Stand heute existiert, ist meines Erachtens noch nicht sinnvoll zu gebrauchen. Beziehungsweise kann man die sinnvollen Dinge auch mit kostenlosen Angeboten hinbekommen. Zum Beispiel einen schlecht formulierten Text umschreiben lassen. Aber in der Idee, Office über KI zu nutzen, steckt auch viel Potenzial. Also alleine aus dem Text in Word eine PowerPoint-Präsentation machen zu können oder Excel mit natürlicher Sprache statt mit Formeln zu bedienen. Ich traue Microsoft das zu, dass sie das irgendwann hinbekommen und dann können sie von mir aus auch fürs Abo kassieren, aber heute finde ich es echt schwierig. Und auch wenn ich einige Dinge durchaus praktisch finde, ist diese Welle der KI-generierten Inhalte natürlich auch ziemlich problematisch. Also ich bin froh, dass ich kein Lehrer bin. Also die einzige generierte PowerPoint-Präsentation, die inhaltlich nicht total doof war, war eine typische Schulaufgabe. Erstelle eine Präsentation über die Figur des Tambourmajor in Wojtek. Das war okay und ja, könnte man sich vorstellen, dass Schülerinnen und Schüler das wohl auch mal nutzen. Ja, also was passiert jetzt eigentlich, wenn diese KI-Sachen einfach Standardfunktionen in Office werden? Mich nerven ja jetzt schon diese KI-generierten Texte und Bilder überall. Das wird bestimmt nicht besser in Zukunft und das Datenschutzfass mache ich mal gar nicht auf. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch eine Renaissance des handgemachten Textes und Bildes. Wie seht ihr das? Gerne in die Kommentare schreiben und natürlich diesen Channel und den 3003 Hype Newsletter abonnieren. Link ist in der Beschreibung. Tschüss.